Jo, da sind wir wieder bei Zelda, Majora's Mask. Beim letzten Mal haben wir unsere Sora-Schuppen geholt, nachdem wir den Sora Mikau von seinem Leiden erlöst haben. Und nun... das ist gut, die Viecher sind gerade an mir... die Viecher, ja. So, verwandel dich. Mit der Maske können wir uns nämlich auch im Wasser verwandeln. Ja. Noch eine schöne Drehung reingemacht, so, und abtauchen. Unter Wasser sehen sie uns sowieso nicht. War da nicht gerade so ein kleiner Knochenfisch? Egal. Ja, wir haben Mikau gerettet und haben ihm versprochen, oder Mikau erlöst, besser gesagt, und haben ihm versprochen, wir wollen die Sora-Eier, die von den Gerudos geklaut wurden, für ihn wiederholen. Und das machen wir jetzt erstmal. So, hier kann man nebenbei noch ein paar Fische fangen oder Fische sehen. So, wir schwimmen hier dagegen. Au. Fliegen wieder 300 Kilometer zurück. So, ich glaube... ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich schiebe das mal so da rein. Bomb. Nee, erstmal wieder abtauchen. Dann hier gegenschwimmen. Abtauchen. Jetzt lasset mich mal schauen. Ah, jetzt sehe ich, was ich hätte machen müssen. Gut. So. Das schieben wir erstmal komplett rein. Oder nicht ganz komplett, aber halt so weit, dass wir das hier rausschieben können. Muss man gerade schauen, was würde es denn bringen, wenn wir... ach, da ist noch eine Truhe da drin. Ja. Zur Truhe hätte ich auch dran kommen können, wenn ich das auch ein bisschen anders verschoben hätte, aber ich glaube, da sind eh nur Rubine drin. Von daher... gehen wir da einfach mal dezent dran vorbei. Und lassen uns hier mal so ein bisschen hochschleudern. So, wir tauchen hier wieder ab und laufen einfach unten an diesen Dingern vorbei. Das sind nämlich nette Minen. Wenn wir sie berühren, macht es Boom und wir tauchen hier ein bisschen wieder auf. Und gehen durch die Tür. Wir werden jetzt auch wahrscheinlich die längste Zeit, sage ich mal, als Sora bleiben. Denn... oder als irgendein anderer, der... oder als irgendein anderer der Verwandlung, aber auf jeden Fall halt eben nicht als Link. Ja, weil wir uns an Link einfach mal nicht richtig wehren können, ne? Nein, du solltest diese Truhe aufmachen. Du sollst auch nicht wegschwimmen. So, öffnen. So, hier haben wir ein bisschen Geld. Und hier können wir raus. Ja, wobei, hier können wir, glaube ich, sogar noch ein Herzteil abgreifen, was da hinten zu sehen ist. Dann nehmen wir uns mal schnell den Goronen. Rollen hier hoch. Hauen uns diese Kisten hier ein bisschen mal kaputt. Die Kisten, diese Fässer. Ich glaube, da kann man auch nur als Corona drauf gehen. So, machen wir runter. Dann hier runterrollen lassen. Und zack. Wir haben das Herzteil. Zwei weitere noch. Okay. So. Damit können wir das Ding wieder öffnen. So, Corona wollen wir natürlich hier nicht allzu lange bleiben, denn wir wissen, die Schwäche eines Goronen ist Wasser. Wo kam ich jetzt her? Da hinten. Das heißt, da müsste ich lang. Ja, ich müsste aber auch erstmal das Teil aufmachen. Bevor ich da lang gehe. Gut, stelle ich mich gerade an. So, wo war denn jetzt der andere Schalter? Da nicht. Da nicht. Da auch nicht, wenn ich dran vorbeirolle. Da auch nicht, wenn ich dran vorbeirolle. Ach, mein lieber Herr Goroni. Wie hieß du? Darunia? Ne, Darunia war... oder? Darunia? Ich hab den Namen von ihm vergessen. Hier. Moment. Ah, ja. Schalter. Einfach mal auf den Schalter schießen. Wie wär's damit? So, hier müssen wir uns auch beeilen, denn das Ding geht nach einiger Zeit zu. Wow.
Ich wollte schon sagen, ich knall jetzt voll gegen die Bombe. So. Nee, Moment. Hier wollen wir oben her schwimmen. Denn unten ist dieser Strom, der schießt uns direkt aus dem ganzen Teil hier wieder raus. Das wollen wir natürlich nicht. Wäre blöd, hier wieder rauszufliegen. So, komm, der da hoch. Gut. So, wie ging das jetzt? Ich glaube erstmal das hier. Das aktiviert das. Dann können wir hier mit unseren... Im Moment, anders ging das. So. Das bleibt doch offen. Eine Weile. Und dann können wir hier einfach mit einem Bogen drauf schießen. Und diese Wasserfontäne schießt uns direkt nach oben. Ja. Darf es auch weitergehen. Jetzt muss ich mal schauen. Wäre da oben noch was gewesen? Ich hoffe mal nicht. Und gehe jetzt mal hier weiter. Ansonsten, ja gut, ich kann auch von hier aus gucken, ob da oben was war oder nicht. Wir müssen uns also erstmal den Schalter treffen, um die Tür unten zu öffnen. Was? Ah, hier können wir mal kurz rausgucken und uns mal anschauen, wie sieht es denn hier in der Festung aus. Aber wir sehen es ja eh gleich live. Na gut, das ist eigentlich auch live, aber... Holen wir den Bogen raus und reden nicht mehr. So. Die beiden lassen wir gegeneinander knallen. Da schießen wir erstmal daneben. Da schießen wir nochmal daneben. Denn wir wissen ja, aller guten Dinge sind drei. In der Luft verwandeln! Ging nicht. Schade. So. Und damit sind wir wieder draußen. Und bevor uns ja auch noch irgendetwas sieht... Tarnung! So. War das für irgendwas nötig, dass ich die anzünde? Ich weiß es gerade nicht. Ich mach's einfach. So, da eine. Und das andere war... da. Und an. Ja. Was das gebracht hat? Keine Ahnung, vielleicht habe ich sogar irgendwo noch eine Fackel übersehen und die... öffne mir den Weg zu einer Schatztruhe. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Naja. Egal. Gehen wir jetzt richtig in die Festung rein hier, der Piraten. Oder Piratinnen eigentlich. Hätte man jetzt nicht die Feenmaske, müsste man... Ja, ohne gesehen zu werden... die Feenmaske, die Felsmaske. Ohne gesehen zu werden hier durchkommen. Man kann die mit Pfeilen betäuben, damit sie halt kurz mal nichts sehen. Aber ich bevorzuge da doch eher die Methode der Felsmaske. Einfach durchlaufen. Man bemerkt mich ja sowieso nicht. Ich bin ja so unauffällig. So, als allererstes müssen wir hier lang. Und von hier aus über die Brücke und hinter dieser riesigen Säule in diesen Raum hier. Der fast nicht sichtbar ist durch diese große Säule. Und dann hören wir uns doch mal hier die kleine Cutscene an. Eine Biene. Oder eine Wespe. Warst etwa halb so gut wie das Teil. Wie passt du da bitte rein? Und zwar mehrere von euch am besten noch. Ich habe auf dich gewartet. Und? Hast du die restlichen Eier gefunden? Nein, aber nur weil... Was willst du mir damit sagen? Wir werden zum Gespött der Leute, wenn bekannt wird, dass sie uns das eigene Beutegut gestohlen worden ist. Ja, aber weil... Dort, wo uns die Seeschlangen angegriffen haben, war das Wasser so eigenartig trüb. Schweig! Deshalb also können die Sora keine Hilfe holen. Die Soras müssen bereits verzweifelt auf der Suche nach den Eiern sein. Wenn wir uns nicht beeilen, werden sie das Rennen machen. Vier Eier haben wir hier. Rasch, finde die anderen drei Eier, bevor sie von den Seeschlangen gefressen werden. Zu Befehl! Warte. Die Sora-Eier sind der einzige Hinweis auf den Wirbelsturm, der über die Bucht hängt. Wenn es wahr ist, was der Maskierte sagt. Dann sind wir bald im Besitz des Schatzes, der im Tempel des Auge des Sturms ruht. Dann haben wir für den Rest unseres Lebens ausgesorgt.
Also bewegt euch und findet sie. Jetzt! Jawohl! Zu Befehl. Ich werde dafür verärgern, die netten Damen noch mal ein bisschen. Stimmt der Winkel nicht so ganz? Ja, jetzt. Zack. Bienen. Eine effektive Waffe gegen Frauen. Selbst in Mega Man 9. Wenn sich jemand fragt, warum ist die Schwäche von, wie ist die? Splash Woman, glaube ich. Ja. Warum ist es dieser Bee-Collector oder wie das Ding heißt? Ihr habt eben den Beweis gesehen. Bienen sind eindeutig die Schwäche von Frauen. So. Wir wollen nun zu den runtergehen, denn wir haben... Ja, oder haben wir? Ich meine, wir haben gerade eine große Schatztruhe da in der Nähe gesehen. In diesem Raum. Und... Wollen wir doch mal reinschauen, was in dieser Schatztruhe drin ist. Erst einmal kann ich mir die Sora-Maske mal dahin legen. Ich brauche die Flöte gerade nicht. Die Flöte, die Ocarina. Oh ja, Link spielt ab heute Blockflöte. Wobei das gar nicht mal so abwegig ist. Im Original, im ersten Zelda-Spiel, The Legend of Zelda für den NES, hat Link auch eine Blockflöte. Oder an sich einfach eine Flöte. So, wir haben gerade, ich habe es einfach mal dezent übersprungen, den Fanghaken gefunden. Und da vorne sehen wir schon ein Ei. Wie kommen wir da bloß dran? Indem wir uns da dran hängen. Ins Wasser fallen. Verwandeln. Abtauchen. Abtauchen. Eine Flasche rausholen. Uns von dem Gegner treffen lassen. Und das Ei einsammeln. Wir haben ein Sora-Ei. So, erstmal raus hier. Sie kann uns hier nicht mehr treffen, sobald wir an der Wasseroberfläche sind. Warum auch immer. Es ist einfach zu blöd, um uns zu finden. Irgendwie. So, wir nehmen schon mal die zweite Flasche. Rüsten uns wieder mit unserer wundervollen... Wobei, Moment, ich brauche den Fanghaken. Und unserer wundervollen Maske aus. Mit der uns keiner sieht. Wie unsichtbar sind. Und jetzt muss ich mal schauen... Wo war der kurze, wo war der lange? Ich glaube, da vorne ist der kurze, deswegen gehen wir da vorne zuerst hin. Und hier runter. Da geht es raus. Ja, okay. So, hier wollen wir einmal hoch. Wenn man hoch genug an den Dingern dran zieht, kann man auch auf den Dingern drauf landen. Auf diesen Stationen da. So. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden das hier alles ohne Felsmaske machen. Wir müssen aufpassen, nicht gesehen zu werden, aber... Wie? Gesehen? So, hier sehen wir schon... Oh, eingesperrt. Wir verwandeln uns, denn wir wollen ja auch irgendwie kämpfen. Und sehen... Halt! Na? Es ist erfordert schon einiges. Ich habe den Text weggedrückt. Egal, es ist nicht das erste Mal, dass wir sie sehen. So. Wie bekämpfen wir sie? Wir schießen unsere Flossen und schlagen auf sie drauf. So, schießen unsere Flossen ab und schlagen auf sie drauf. Schießen unsere Flossen ab und schlagen auf sie drauf. Das war's. Ich glaube nicht, dass das schon vorbei ist. Super einfach, finde ich. Selbst ohne Schwert. Kein Problem. So, da sehen wir schon das nächste Ei. Zack. Wir ziehen uns mit dem Enterhaken ran. Verwandeln uns im Wasser. Tauchen ab. Au, lassen uns treffen. Wie immer. Holen wieder unsere Flasche raus. Und schnappen uns auch das zweite Ei. So, dann haben wir hier raus. So, da vorne komme ich eh nirgends hin. Das heißt, wir nehmen den direkten Weg raus. Deswegen sehr praktisch, dass ich die Teleportpunkte jetzt schon geholt habe. Denn die Eier müssen wir auch irgendwo hinbringen. Wir können natürlich nicht 7 Eier mit uns rumschleppen. Nee, allein weil wir nicht mehr so viele Flaschen haben können.
In diesem Spiel kann man 6 Flaschen haben. Ich werde aber wahrscheinlich nur 4 holen. Weil für eine Flasche müsste ich einen kompletten Zyklus nochmal benutzen. Und die andere Flasche, glaube ich, klappt zeitlich nicht so ganz, weil ich zu dem Zeitpunkt andere Sachen machen muss. So, wir legen mal beide Eier an. Ha, jetzt habe ich 2 Eier. Hä? Ihr versteht. Oh Gott. Wir gehen hier in das ins Forschungslabor, einfach nur von Maritim. Das ist der Mann, die Frau da links neben uns gerade gewesen. Nein, du sollst es nicht in die Luft strecken. Du sollst es ja aufmachen. Denn wir müssen die Sora-Eier hier drinnen abliefern. Und sie hier reinschmeißen. Die wachsen natürlich eben mal auf das Dreifache an, sobald sie die Flasche verlassen. So, den zweiten auch. Und raus hier. Gut, damit haben wir schon mal 2 von 7 Eiern abgeliefert. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal holen wir uns noch die nächsten beiden aus der Gerudo-Festung und, oder aus der Piratenfestung eigentlich, und schauen mal, wo sich die anderen Eier befinden. Ja, das war's mal wieder von Zelda Majora's Mask. Bis zum nächsten Mal. Ciao.